das Thema Feminismus für dich und Female Empowerment? Ja, ich sehe so, dass wir, genauso wie du sagst, viele, viele Frauen brauchen im Unternehmen, in Führungsqualitäten, um genau ich glaube auch, dass wir Frauen wirklich eine unglaubliche Stärke an der Kommunikationsfähigkeit besitzen und wirklich ein sehr, 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 sehr einfühlsam sind und wirklich auf das Wohl des gesamten Teams achten. Und deswegen sehe ich es sehr wichtig und ausgesprochen wichtig, dass viele Frauen in einem Unternehmen beziehungsweise Führungskräfte sind. Wie ist aus dir so eine starke Frau geworden, die ihren eigenen Weg geht? Ich glaube, es sind mehrere Aspekte. Einerseits bringe ich wirklich von zu Hause einiges mit, dadurch, dass meine Oma ist für mich so ein ganz starkes Role Model, wie man so sagt, weil meine Oma, ich komme von einer Landwirtschaft in Oberösterreich und meine Oma hat 9 Kinder bekommen, davon 4 Mädels. Und ihr war immer ganz, ganz wichtig, dass die Frau unabhängig ist, weil sie selber hat es als Bäuerin nie leicht gehabt, hat sich selber damals schon politisch engagiert und hat einen Brief geschrieben. Das ist ganz interessant, den Brief habe ich gerade vor kurzem wieder mal aus ihrer Lade geholt, wo sie an die Landwirtschaftskammer geschrieben hat und aufstehen wollte für die Bäuerin, um endlich als Frau eine Pension zu erhalten und eine Wertschätzung der Arbeit, was sie leistet, einerseits am Hof und der Hausarbeit, der Kindererziehung und Co. Das war schon einmal Feministin genau. Der ersten Stunde. Und dann war es aber auch ihr immer ganz besonders wichtig, und das ist es ihr heute noch, dass sie ihre Kinder und unter anderem auch mich als Enkelkind so erzogen hat, dass wir Frauen unabhängig werden müssen, selbst wirklich aufstehen müssen für Gleichberechtigung, aufstehen müssen, dass wir gleichen Lohn, einfach für Gleichberechtigung, gleich behandelt werden. Und deswegen war für sie Bildung oder ist für sie Bildung auch ein sehr, sehr großes Thema gewesen. Und das hat es auch meinem Vater weitergegeben. Mein Vater ist der Oberfeminist. Er wird jetzt sicher lachen, wenn er das hört. Genial. Weil er hat das von seiner Mutter ganz stark einfach mitbekommen und hat auch mich wirklich sehr, sehr viel gepusht und geprägt und hat mir immer wieder auch das aufgezeigt, wie wichtig es ist, dass wir Frauen genauso gut gebildet sind wie Männer, dass wir genauso erfolgreich sein können und dass wir genauso Führungskräfte sein können. Und er hat selber einen Betrieb geführt, er war selber ein Geschäftsführer und hat aber eine Biomolkerei hat er gehabt, wo hauptsächlich Frauen in seinem Unternehmen waren, unter anderem die Fachkraft wo es quasi die Produktentwickler waren, war ihm auch eine Frau, mit der er ganz eng zusammengearbeitet hat, und er hat immer gesagt, ohne all diesen Frauen wäre das alles nichts wert. Und deswegen ist es unglaublich wichtig. Er hat immer gesagt, er kann noch so gut, also er kann kein guter Geschäftsführer sein, wenn er nicht diese Frauen hätte, die so genau wissen, wann sie was, wo und wie machen. Und ja, also hat auch da sein Unternehmen war von Frauen geprägt, die er sehr, sehr toll, meiner Meinung nach, gestärkt und geführt hat. Genau, und An dem Beispiel, Anna, merkt man ja eigentlich auch, welchen Einfluss auch die eigene Familie hat, die eigene Erziehung auf das ganze Thema, ja, also auf wie wir Gleichberechtigung sehen, wie wir den Beitrag von Menschen anerkennen in unserer Gesellschaft. Und wenn wir das ganz früh schon lernen, dann ist es eine Selbstverständlichkeit. Selbst wenn dein Vater jetzt in einer Generation ist, schätze ich mal, die Babyboomer ist oder ähnliches, wo
das noch nicht so verankert ist, eigentlich im gesellschaftlichen Wertesystem, wie es in unserer Generation ist, und in der nächsten Generation ist es ja schon noch mehr grundsätzlich auch verankert, hat er diese Werte aber total gelebt. Ja? Also es ist wirklich auch, ich glaube, Ziel von uns allen, das auch tatsächlich in die Erziehung zu bringen, so früh wie möglich eigentlich auch Inklusion. Und da rede ich nicht nur über Geschlecht, sondern eigentlich Inklusion in jedem Aspekt, sei es Persönlichkeitstyp, sei es gesundheitlich, Nationalität, Religion, dass wir einfach Menschen akzeptieren, so wie sie sind und sie als Individuum wahrnehmen und nicht als Verkörperung eines Stereotyps, einer grauen Wolke an Dingen, die wir verketten mit jemandem. Genau, und diese Kraft. Und du selber hast ja jetzt zwei Mädels. Genau, das wollte ich sagen. Und einerseits kommt aber diese Kraft, glaube ich, auch ganz stark, also Erziehung ist meiner Meinung nach aber auch stark Vorleben. Und wenn man, deswegen bin ich, glaube ich, auch da so in meiner Kraft gewesen bei der ganzen Gründung und auch jetzt bei der Führung und bei meiner Arbeit, ist es, dass ich sehe, dass meine Kinder, vor allem die Klara, die schon mittlerweile 4 Jahre alt ist und gut sprechen kann und mir sagt dann, Mama, ich möchte auch mal eine Arbeit machen, die mir so Spaß macht wie dir. Und das ist das so schön, ist weil, so sie, schön. Weil sie genau das auf den Punkt bringt. Oder sie sagt, Mama, ich mag mit dir in die Arbeit fahren, weil dort ist es so schön. Weil ich ihr das vorlebe. Das ist nichts Gespieltes, nichts Anerzogenes, nichts, was ich ihr sagen muss, sondern sie erlebt es. Und das ist genau das, was ich meinen Kindern eigentlich mitgeben möchte, meinen beiden Töchtern, dass sie wirklich genauso mutig und für denen, dass es eigentlich selbstverständlich ist für sie. Und das wäre das Schönste. Das ist mein Ziel an der Erziehung, dass es für sie selbstverständlich ist. Und da schließt sich der Kreis. Da schließt sich der Kreis wieder auch zu dem, wo wir vorher darüber gesprochen haben. Wenn man selber diese Hindernisse gar nicht so wahrnimmt und nicht akzeptiert, dann sind sie meistens auch gar nicht da. Und dann macht man schon seinen Weg, weil man einfach auf sein Ziel fokussiert ist. Und ich sage da auch zum Beispiel in einem Brettspiel, ein Brettspiel ist wie die Karriere. The winning strategy ist immer der Fokus auf einen selber und die eigenen Ziele. Egal, was andere darüber denken oder sagen. Wenn man sein Ding durchzieht, dann funktioniert es meistens. Und wenn man sich dazu noch die Unterstützung holt, die man braucht, funktioniert es umso besser. Genau. Und ich glaube, es ist auch wichtig, diese Hindernisse zu erleben, weil ich denke, so ein zweiter Punkt, der mich irgendwie kraftvoll gemacht hat in dieser Selbstverwirklichung, ist schon auch, dass ich im Laufe meines Lebens auch schon oft über Hindernisse gestolpert bin, wo sei es wirklich auch in der Schule, ich war keine gute Schülerin und ich habe immer wieder gesagt bekommen, von meinen Lehrern, dass ich nicht gut genug bin, dass ich nicht studieren gehen soll und so weiter. Das sind Hürden gewesen, wo ich natürlich emotional, als emotionale Anna, schon auch ein Stück weit am Anfang gelitten habe drunter. Und doch habe ich dann gemerkt, nein, ich werde es euch schon noch zeigen. Es ist auch da irgendwo dann noch eine Kraft gekommen, wo ich gemerkt habe, oder dann natürlich mit dem ganzen Background dahinter der Familie, die nie so gedacht hätten, sondern wo dann einfach ganz stark, das war für mich, ich werde ganz bestimmt erfolgreich werden in meinem Ding, weil ich weiß, was ich will. Es ist wahnsinnig gut, dass du diese Stärke gehabt hast, auch schon in der Schule, ja, weil das man ja schon noch in einer Prägungsphase auch. Und gleichzeitig finde ich es umso schlimmer, dass solche Dinge einem auch schon in sehr jungem Alter passieren. Und die passieren fast jedem von uns, dass irgendjemand einem sagt, du kannst das nicht oder du bist nicht gut genug für etwas. Und da brauchen wir, glaube ich, auch wirklich einen gesellschaftlichen Wandel hin zu einer Stärkenorientierung, genau, und zu schauen, okay, wo bist du denn gut drin und was kannst du denn gut und wie kannst du das gut einsetzen und nicht, okay, du musst das und das jetzt tun können. Natürlich brauchen wir ein Mindestmaß an gewissen Grundfertigkeiten, aber das heißt nicht, dass wir alle
chemische Zusammenhänge verstehen müssen. Müssen wir nämlich nicht. Also es ist wirklich ein krasser Fokus in unserem Bildungssystem auf die Schwächen gerichtet und nicht auf unsere Stärken. Und solange sich das nicht ändern wird, werden wir immer nur Mittelmaß ausbilden in unserem Schulsystem. Also bin ich sehr überzeugt davon. Genau, davon bin ich auch überzeugt. Wie siehst du denn das bei deinen zwei Mädels, wie siehst du auch diesen Einfluss der Gesellschaft auf ihre persönliche Wahrnehmung als Power Girls oder als Frauen? Also momentan nehme ich es noch so wahr, dass sie in einem Umfeld sind, wo sie wirklich sehr, sehr stark stärkenorientiert umgeben sind. Sei es im Kindergarten, da habe ich wirklich einen unglaublich tollen Kindergarten. Die sind wirklich so stärkenorientiert und dort weiß ich, sie werden zu 100% in ihren Stärken gefördert und auch wirklich geliebt. Und ja, und ansonsten im Umfeld momentan mit den Freunden und so ist es natürlich auch sehr stark stärkenorientiert. Aber ich bin mit meinen Gedanken schon sehr, sehr viel in der Schulbildung und wünsche ihnen eben von Herzen eine wirklich, wirklich gute Bildung im Sinne, weil ich glaube, all diese Fächer, was du vorher angesprochen hast, das lernt man eigentlich nebenbei. Aber wichtig ist, in das Selbstbewusstsein der Menschen zu investieren, Zeit und deswegen ist es mir so wichtig, dass sie in eine gute Schule gehen, wo sie Fokus auf das Kind legen und zwar wirklich auf jeden Einzelnen. Und da bin ich ein bisschen dabei jetzt. In Wien gibt es Gott sei Dank auch wirklich tolle Möglichkeiten. Ich bin gerade ein bisschen dabei, dass ich mir die Lernwerkstatt anschaue. Die ist eine öffentliche Schule, die wirklich nur 13 Kinder und die ganz stark auf Diversität achtet. Einerseits mit körperlich beeinträchtigten Kindern sind Teil dieser Klasse, aber gleichzeitig auch natürlich Integrationskinder oder Migrationskinder. Die sorgen wirklich für Diversität, haben aber auch nur 13 Kinder in der Klasse mit zwei Lehrern, wo sehr, sehr viel an Projektarbeit, nicht wo sie hinkommen, sitzen müssen und stupide mal Grüß Gott sagen und dann hinsetzen und nur dahin arbeiten. Pausen gibt es nur dann, wenn es den Lehrern passt, sondern dort ist wirklich total individuell. Und ich bin erst dabei, ich kann es mir leider erst Anfang Dezember anschauen, aber ich bin heuer schon sehr, sehr neugierig drauf, obwohl die Klara erst in 2 Jahren geht. Aber ich will mich schon sehr darauf vorbereiten, auf dieses Schulsystem, weil da achte ich ganz besonders drauf, dass sie da auch gestärkt wird. Es ist einfach eine ganz wichtige Entscheidung und eine wichtige Phase, deswegen kann ich das total verstehen und gleichzeitig passiert immer irgendetwas, ich glaube, niemand kommt aus der Kindheit unversehrt heraus und es ist die Arbeit von uns allen dann als Erwachsene, das dann nochmal neu zu bewerten und nochmal neu zu sehen, auch in dem Kontext, und das ist auch vollkommen okay, wenn das so ist. Anna, du hast schon viele Hürden für dich selber gemeistert in deiner Karriere. Was möchtest du denn gerne anderen Frauen mitgeben, die vielleicht auch gründen wollen, auch selbstständig sein möchten, Familie und Beruf vereinen möchten? Was kannst du denen mitgeben? Ich rate vor allem Frauen, die das Ganze noch so als großes Ganzes sehen mit den Kindern, weil man ja doch oft hin und her gerissen ist mit kinderkrank und wie traue ich mich da und so weiter. Nicht, dass sie nicht alles als großes Ganzes gleich sehen, sondern Step by Step das Ganze angehen und wirklich mutig sind, in die Selbstverwirklichung hineinzugehen, weil die Kraft kommt, die überträgt sich eben dann auf die Kinder, wenn man den Job gern macht und wenn man das macht, was man will. Und das,
da würde ich mich einfach freuen, wenn wirklich die Frauen da sich selbst und auch gegenseitig da viel Unterstützung kommt, dass wir wirklich mutige Frauen haben, die sich selbst verwirklichen trauen. Währenddessen sie ein Kind großziehen. Du sprichst auch etwas Gutes an, einfach auch als Schritt für Schritt auch zu machen. Genau. Und die Dinge nicht alle auf einmal machen zu wollen, sich auch Zeit zu nehmen, das Ganze gut zu strukturieren, zu planen, Support reinzuholen und dann one step at a time genau. zu gehen und auch keine überzogenen Erwartungen an einen selber zu stellen und zu sagen, man muss jetzt überall perfekt sein. Ein Punkt ist auch, wo ich mir denke, wir Jungen sind oft so engagiert und so motiviert und wollen einen Sprint hinlegen, wollen einen Marathon mit der Bestzeit erreichen. Und ich glaube, das habe ich jetzt schon auch in den letzten Jahren gelernt, vor allem eben im Mama-Dasein, dass dich ja doch auch ein bisschen zügelt und wieder zurückholt und erdet. Ich sehe es jetzt viel mehr als eine schöne Wanderung. Eine Wanderung beispielsweise auf einem Berg, wo man sich nicht stressen muss. Man muss nicht drauf laufen. Man kann einfach wirklich Step by Step drauf gehen und nebenbei in die Gegend schauen und auch diesen Weg nach oben genießen und nicht sich rauf mit einer Hektik raufpushen, weil sonst steht man wieder oben am Ende am Berg oben und kann die Aussicht nicht genießen und liegt schlussendlich dann wieder bei mir in der Praxis auf der Liege mit allen möglichen Symptomen und Burnout ist Burnout gefährdet. Das ist auch nicht das, was wir wollen, sondern den Berg mit Freude erklimmen und und eben das passt sehr gut zu deiner Leidenschaft. Wo mein Papa immer gesagt hat, Anna, weil gerade wenn ich ein bisschen mit mir selbst gefightet habe in dieser Zeit, ich möchte gerne dabei sein und kann nicht, wegen den Kindern kann ich das und das trotzdem nicht ganz so machen, wie ich es mir eigentlich schon erwünsche, dann hat mein Papa immer gesagt, genieße jetzt dieses Familiendasein und das, dass du eh schon Teile, Schritte machen kannst in deiner Selbstständigkeit, weil überleg dir mal, du bist gerade mal 33 Jahre, wirst bis 65 arbeiten. Ich arbeite noch 35 Jahre und so alt bin ich noch gar nicht. Und was ich da noch alles verwirklichen kann und was ich da noch alles umsetzen kann, kann ich Step by Step machen. Und nicht mit einer Hektik, sondern in der Gegend herumschauen und den Weg schon genießen. Das ist ein wirklich schönes Bild, was du da zeichnest. Auch als Naturliebhaberin, wie du mir verraten hast, passt das ganz wunderbar zu dir. Und ich war jetzt schon auf dieser schönen Wanderung ganz entspannt und rumschauend in der Natur. Und ich denke, das ist auch das, was das Leben ausmacht, es zu genießen. Denn du hast nur ein Leben auf dieser Erde. Und es bringt nichts, wenn wir dann durch unsere Karriere durchrushen und mit 50 erledigt sind oder schon früher. Das ist es nicht wert. Und wie du sagst, man hat eigentlich noch ganz, ganz viel Zeit. Also warum abstressen? Der Stress kommt lediglich aus dem Vergleich zwischen soll und ist. Und wenn ich dann im Widerstand lebe mit meiner Ist-Situation, weil ich schon gerne in der Soll-Situation wäre, daher kommt dann der Stress und der Druck und die Anspannung. Genau. Wenn ich aber ganz gemütlich vom Ist-Zustand zum Soll-Zustand Schritt für Schritt gehen kann und das schaffe, für mich zu vereinen, dann wird es eine schöne Reise, dann wird es eine schöne Wanderung. Genau. In diesem Sinne sage ich herzlichen Dank, Anna, für das tolle Interview. Und ich wünsche dir noch ganz, ganz viel Erfolg mit deiner Praxis. Alle, die jetzt in Wien sind und sagen, ich würde gerne mal mit der Anna gemeinsam arbeiten, dann kann man sich bei der Praxis Amano melden und bekommt dort ein breites Portfolio an Gesundheitsdienstleistungen. Genau. Herzlichen Dank. Danke dir, Katja. Was denkst du über diese Karrierestory? Hinterlasse uns eine Rezension, einen Kommentar im Store. Ich freue mich auf dein Feedback. Bis bald.